Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Die neue Medizin haben wir schon ein paar Mal besprochen, aber ich habe jemanden hier, der sich intensiv damit befasst hat. Harald Baumann ist aus der Schweiz hierher gefahren. Er hat Kinderbücher vor allen Dingen geschrieben über die neue Medizin, weil Kinder das leichter verstehen. Wir wollen heute am Beispiel von Brustkrebs vielleicht mal einfach die neue Medizin oder germanische neue Medizin, wie wir heute sagen müssen, um das zu unterscheiden von anderen neuen Medizinen, erklären. Brustkrebs, was passiert da aus der Sicht der neuen Medizin? Ja, also wenn wir die fünf Naturgesetze im Schnellzugtempo wiederholen, also in einer Nussschale, dann kann man sagen, dass jede Erkrankung aufgrund eines seelisch-biologischen Konfliktes entsteht. Ja? Außer man hätte eine Vergiftung gehabt oder einen Unfall oder Fehlernährung. Ja? Fehlernährung kann ja auch zu gewissen Leiden führen. Ja. Aber Brustkrebs gehört zu der Gruppe, die quasi aus sich selbst heraus entstehen, ohne sichtlichen Grund. Ja? Ja. Und das erste Kriterium, das eigentlich erfüllt werden muss, um Brustkrebs zu entwickeln, ist eben dieses DHS. Ja, dieses DHS, das ist das Dirk-Hamer-Syndrom. Das hat Dr. Hamer nach seinem Sohn benannt, der damals eben auf tragische Weise umgekommen ist und in seinen Armen gestorben ist und hat dann daraus eben einen Hodenkrebs entwickelt. Und dieses Syndrom hat er Dirk-Hamer-Syndrom genannt. Und dieses Dirk-Hamer-Syndrom umfasst wesentliche Punkte. Es handelt sich immer um einen allerschwersten, hochakut dramatischen und isolativen Konfliktereignisschock, der das Individuum völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Ja? Also diese Kriterien müssen vereint sein, sonst kann sich eigentlich keine Krankheit entwickeln. Und im Fall von Brustkrebs steht ja als Konfliktinhalt, wenn es sich um die Milchdrüsen handelt, also nicht um die Milchgänge, sondern um die Milchdrüsen, dann ist es immer ein Sorge- oder Streitkonflikt. Ja? Sorge-Streitkonflikt. Bezogen auf Kinder oder? Bezogen auf Kinder und die eigene Mutter, das geht dann auf die eine Seite, auf die eine Brust und bezogen auf den Partner geht es dann auf die andere Brust. Das ist noch jeweils, ob man rechts- oder linkshänder ist, so rum oder so rum. Das heißt, also wenn eine Frau rechtshändig klatscht und sie hat irgendein Phänomen in der linken Brust, dann hat sie immer, da muss man immer die Situation mit den Kindern und der eigenen Mutter untersuchen. Ja, also das spielt eine ganz wesentliche Rolle. Und wenn es auf der anderen Seite ist, dann ist da irgendwie ein Partner oder kann ein Partner mit einbezogen sein, ja? Oder betroffen sein. Was wäre jetzt eine Situation, wo das passiert? Zum Beispiel Kind läuft vors Auto oder sowas und Mutter kann eigentlich Kind nichts läuft mehr machen. Vors Auto oder reißt sich los. Reißt sich los, kommt unter das Auto, da ist sie natürlich schockiert, ist im Schockzustand. Oder sie weiß, dass ihre Tochter in der Schule ist, ja, und plötzlich kriegt sie ein Telefonat vom Krankenhaus und der Doktor sagte ja, ihre Tochter sei im Unterricht umgefallen, man hätte sie ins Krankenhaus gebracht, hätte sofort ein Hirncomputertomogramm erstellt und es hätte sich herausgestellt, dass sie einen Hirntumor hätte, dann ist die Frau natürlich auch, die Mutter auch in Panik. Weil das alleine schon so ein Auslöser ist. Weil das schon sehr bedrohlich ist, sehr, sehr bedrohlich. Außer sie wäre eine Rabenmutter. Ja. Oder sie würde die neue Medizin verstehen. Dann würde sie sagen, Hirntumor gibt es genau. Gar nicht. Ja, genau. Wobei das natürlich auch noch diskutiert werden müsste. Ja. Okay. Das stimmt grundsätzlich schon. Ja. Aber sie wäre schon entspannter auf alle Fälle. Man muss da noch ein bisschen diversifizieren. Ja. Aber sie wäre sicher viel, viel entspannter. Weil sie macht sich ja dann trotzdem Sorgen, auch wenn sie die neue Medizin kennt. Ja? Aber sie wird sich sicher nicht operieren lassen. Ja. Ja? Aber sie wird sich trotzdem Sorgen machen, weil ihr Kind jetzt mit einem Hirntumor diagnostiziert worden ist. Und da gibt es noch die verschiedensten Geschichten. Irgendein Kind, das in die Drogenszene gerät und die Mutter erfährt zufälligerweise davon. Dann kann sie sich auch Sorgen machen. Oder Sorgen oder streiten. Und das ist äquivalent. Okay. Und streiten könnte man eigentlich sagen, ist eigentlich eine heftigere Form der Liebe.
Okay. Ja. Also sie macht sich Sorgen um das Kind, dann wird sich in ihrer Brust eine Zellvermehrung anbahnen. Also die wird sofort mit dem Konflikt, kommt es zu einer Zellvermehrung und die Milchdrüsen werden sich vermehren. Also die ganze Brust wird dann effizienter in der Milchproduktion. Das ist ein uraltes, archaisches Programm. Sobald irgendjemand von der Familie, ja, in der Regel bedroht war durch irgendetwas und man ihm auf der physischen Ebene mit etwas helfen konnte, dann war das eben mit Milch und deshalb produziert dann die Frau eben mehr Milch. Und aus der klassischen Medizin würde man das jetzt eben als Tumor oder als Wucherung bezeichnen, obwohl es im Grunde etwas biologisch Sinnvolles ist. Ganz genau. Also dann verliert das schon mal dieses Drama, dass es eben gar nichts Schlimmes ist, sondern ein biologisches, sinnvolles Geschehen. Richtig. Also wir müssen uns einfach bewusst sein, dass der größte Gegner der Gesundheit, das ist die Angst und die Panik. Mhm. Also das Voodoo, ja, wie das schon oft erwähnt wurde. Ja. Ja. Und wenn man das versteht, was da genau abgeht, also wenn man diese fünf Naturgesetze versteht, dann passiert eigentlich nicht viel. Man kann das gelassen nehmen. Ja, aber wer kann das schon? Also wir gehen jetzt mal von einer normalen Frau aus, die jetzt diesen Konflikt hat, Kind hat sich losgerissen, vors Auto gelaufen. Jetzt entwickelt sich eben da im Gewebe der Brust eine Zellvermehrung. Jawohl. Jetzt geht die zum Arzt und der untersucht das und sagt, sie haben Tumor. Mhm. Dann ist natürlich im Grunde schon der nächste Konfliktschock da. Richtig. Aber ja, das würde normalerweise jetzt behandelt dann irgendwie mit Bestrahlung oder Chemotherapie, was natürlich im Grunde nichts damit zu tun hat, was da eigentlich Sinnvolles geschieht. Ja, richtig. Also in einem solchen Fall kommt es einerseits oder kann es einerseits zu einer Mammographie kommen, was an und für sich auch schon gefährlich sein kann, ja, wenn man da zu fest draufdrückt und es zu Quetschungen kommt. Oder man macht eine Biopsie, das auch sehr gefährlich sein kann, weil das bedeutet eine Attacke gegen diese Stelle. Dann reagiert eben die Unterhaut, ja, die baut dann quasi, die verstärkt sich, die verdickt sich, ja, und produziert dann später eben auch Eiter. Ja, und wenn die Frau das sieht, dann ist sie eigentlich in einem dauernden Schockzustand und dann hört das nicht mehr auf, dann ist man wie in einem Teufelskreis drin. Ja. Und wenn man eben diese fünf Naturgesetze versteht, dann gibt es in der Regel keine Metastasen. Ja. Die Frauen, die vorher schon über die neue Medizin Bescheid wussten, bei denen gibt es keine solche Metastasen. Metastasen gibt es sowieso nicht, ja, wie man sich das in der Schulmedizin vorstellt, aber es gibt Zweitkrebse und dazu braucht es eben immer noch einen zweiten biologischen Schock. Und das kann schon die Diagnose sein. Das kann die Diagnose sein. Ja, ja. Das kann einen Selbstwerteinbruch bedeuten. Dann baut sich die Knochenmasse in dieser Region ab, ja, kann sich abbauen. Oder sie kriegt Todesangst und produziert dann eben einen Lungenkrebs. Okay, das wäre nochmal eine eigene Sendung möglicherweise, Lungenkrebs, Todeskonflikt, aber hier schon mal erwähnt. Aber um das zu verstehen, jetzt für die Frau, die jetzt sozusagen den Konflikt gelöst hat, also im normalen Fall jetzt das Kind, dem geht es wieder gut, der Doktor sagt, ja, da passiert nichts, also die ist in zwei Tagen wieder aus dem Krankenhaus, also die Mutter kann sich sozusagen vom Konfliktinhalt her entspannen. Was passiert da jetzt? Dann werden sich diese zusätzlichen Zellen, die sich aufgebaut haben, das sind ja Notzellen, das sind Zellen, die zur Unterstützung da sind, um eben mehr Milch produzieren zu können, diese Zellen werden dann wieder tuberkulös abgebaut. Ja? Und wenn die Masse nicht zu groß ist, dann wird sich das nach innen abbauen. Und dazu braucht es aber eine Verstärkung oder eine Effizienzerhöhung der Lymphen. Ja, die Lymphen, die werden dann größer und können auch ziemlich hart werden, aber das braucht es, um diesen erhöhten Stoffwechsel, der hier stattfindet, eben abzubauen. Und das ist ein ganz normaler Prozess und da muss man sich auch keine Sorgen machen drüber. Vor allen Dingen darf man da nicht reinstechen. Das ist einfach verheerend, wenn man da reinsticht. Das, was die Schulmedizin ja teilweise macht, mit der Biopsie, genau. Um Gewebeproben zu entnehmen, aber die hat eben auch keine Ahnung. Aber es geht ja darum, dass wir den Zuschauern jetzt erklären und den Zuschauerinnen, dass sie vielleicht
das einfach verstehen, was da passiert, damit sie ihre Angst verlieren, Brustkrebs zu bekommen, oder wenn sie es haben, auch sagen können, aha, jetzt verstehe ich, dass das ein sinnvolles Geschehen ist, was da abgelaufen ist. Jawohl. Und möglicherweise ich sowas schon mal gehabt habe, aber jetzt, wenn ich zur Vorsorgeuntersuchung gehe, zum Arzt, dann sagt er auf einmal, oh, Sie haben einen Knoten in der Brust. Und genau, dann ist da, wie gesagt, die Angst wieder da. Genau, genau. Also was mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt, und das ist sehr, sehr wichtig, das auch zu erwähnen, in gewissen Organen gibt es eben zwei verschiedene Zelltypen. Ja. Mhm. Und das, was wir jetzt besprechen, das ist nur die Milchdrüsen. Ja. Das betrifft ja nur die Milchdrüsen. Das betrifft also nicht irgendwie die Milchgänge. Das ist wieder etwas anderes. Mhm. Die schwellen immer in der Heilung. Aber hier in dieser Phase, in diesem Fall, wo die Milchdrüsen betroffen sind, kommt es zum Wachstum in der aktiven Phase. Also so lange, wie ich mir Sorgen um das Kind mache, wächst das hier. Ja, und wenn das vorbei ist, dann wird das tuberkulös eben abgebaut. Kann das denn so extrem wachsen, dass man wirklich sagt, das wird jetzt von allein von der Raum, den es einnimmt, so dramatisch, dass ich da operieren muss? Mhm. Kann das passieren? Ja, das kann leider passieren. Es gibt solche Fälle. Und dann kommt die Frau eben in eine zusätzliche Panik. Ja, sie kommt in eine zusätzliche Panik. Jedes Mal, wenn sie sich auszieht, sieht sie das, was hier wächst. Und wenn da reingestochen wurde, wenn eben eine Biopsie gemacht wurde, dann eitert eben dieser tuberkulöse Abbau durch dieses ehemalige Loch, durch diese Einstichstelle. Und das kann dann schon groß werden. Und wenn sie das als bedrohlich auffasst, dann ist sie im Teufelskreis drin. Eine Kuh, die das hat, oder irgendein anderes Tier, das schlägt sich einfach ab und macht sich keine Sorgen drüben, mhm, und das verheilt dann auch. Ja. Kannst du denn wirklich guten Gewissens den Zuschauerinnen sagen, entspannt euch, geht nicht mit Brustkrebs zum Doktor, sondern versteht einfach, was euch kann eigentlich nichts passieren, oder? Ja, wenn die fünf Naturgesetze verstanden worden sind, richtig, nicht nur mit dem Verstand, sondern eben auch mit dem Bauch. Ja. Auch mit dem Bauch. Und es gibt leider Fälle, wo man sagen muss, ja, es ist besser, wenn man diese Brust abnimmt. Und zwar aus ästhetischen Gründen, mhm, ja, damit das nicht mehr rausbuttert, damit das nicht mehr riecht, ja, und damit man das mal los ist. Ja. Aber in der Regel würde nichts passieren, wenn man keine Panik hat und das einfach laufen lässt. Also es gibt ja diese Rinder, die haben der ganzen Milchleiste entlang, haben die so Knollen. Ja. Mhm. Die Bauern nennen das Warzen. Ja. Mhm. Die können recht groß werden. Und das geschieht bei vielen Rindern, respektive Kälbern, die von der Mutter weggenommen worden sind und dann nicht mehr an die Mutterbrust kommen. Ja, und die produzieren dann eben dieses Phänomen, und sobald diese Rinder trächtig werden, fallen diese Warzen ab, und das war's dann. Ja. Die regen sich nicht auf, die kommen nicht in diese Panik, und da sieht man nichts mehr nachher, da ist nicht mal eine Narbe da. Das heißt also, dass im Grunde die Angst mit der schlimmste Faktor beim gesamten, genau, Krebsgeschehen ist, auch bei anderen Krebsarten, aber Brustkrebs ist natürlich, genau, ein besonders dramatisches Geschehen. Wir wissen ja aus der Schulmedizin auch den Placebo-Effekt. Das heißt, das ist Medikamente, die eigentlich keinen Wirkstoff enthalten, dass sie heilen, weil der Patient glaubt, oh, mein Doktor ist gut, der hat mir was gegeben. Und das ist dann tatsächlich auch heilsam ist, und zwar sehr erfolgreich. Placebos sind mit die erfolgreichsten Medikamente sozusagen. Der Glaube versetzt Berge. So, ja, ist es. Umgekehrt genau so, der Nocebo-Effekt. Genau. Das heißt, wenn jemand sagt, sie haben nur noch einen Monat zu leben, und das, der hat einen weißen Kittel an, dann, wer bin ich denn, dass ich dem jetzt, ja, widersprechen würde, das ist, und länger lebe als ein Monat? Das ist übrigens unverantwortlich von, ja, einem Arzt, wenn er sowas sagt, ja, weil er kann ja nicht Gott spielen. Hm. Da spielt er Gott, und das ist er mit Sicherheit nicht. Hm. Ja, wenn ein Arzt sowas sagt, dann betrachte ich das quasi als bewussten Totschlag. Aber das Problem ist, die Patienten wollen ja dann, die fragen ja dann, Doktor, wie lange geben Sie mir noch? Und das ist ja auch in dem, klar, Denken der meisten Menschen drin, dass wenn man die Diagnose Krebs hat, dass man dann schon im Grunde sich damit abfindet, dass man vielleicht irgendwann stirbt. Weil das ist eine sterbepflichtige Krankheit, so wird es empfunden. Ja.
Und das ist natürlich sehr Aber sie schlecht. Müsste gar nicht sein. Nein. Also wir können wirklich unseren Zuschauern sagen, wenn ihr es verstanden habt und euch da wirklich mit befasst. Also mir geht es so, dass ich da völlig entspannt bin, wenn jemand sagen würde, Joe, du könntest da Krebs kriegen. Dann sage ich, interessiert mich nicht. Also dass man dahin kommt und dann ganz entspannt wird und dann eben auch diese Angst überhaupt nicht eintreten würde, selbst wenn jetzt irgendwo, was weiß ich, was wäre, was sich am Gewebe irgendwie ein bisschen verändert. Mhm. Wie sind denn die Vorsorgeuntersuchungen unter diesem Aspekt zu sehen? Gehst du zur Vorsorgeuntersuchung? Nein, nie. Also wirklich nie. Ich gehe nie zum Doktor und ich wähle auch immer die billigste Krankenkasse, die es immer wieder gibt. Das gibt ja immer wieder einen Wechsel. Ja. Und ich gehe immer einfach zur billigsten. Mit der höchsten Franchise wähle ich. Und ich gehe nicht zum Arzt, weil ich bin ja nicht verrückt und bewege mich da in die Höhle des Löwen. Ja. Ja. So ist es. Ja, wie gesagt, wenn man das erstmal verstanden hat. Es geht darum zu verstehen, dass jede Krankheit ein sinnvolles Geschehen ist, das eigentlich hilfreich ist. Also die Natur stellt uns etwas zur Verfügung, genau, was uns helfen soll, wenn wir einen Konflikt haben zum Beispiel, den zu lösen. Und wir verstehen es nicht und bekämpfen dann diese, oftmals ja die Heilungsphase. Ne? Richtig, das Symptom. Ja, das Symptom oder eben auch die Heilungsphase, also das ist ja zwei Phasen. Die Reparaturphase. Die Reparaturphase, genau. Mhm. Du hast es vorhin schon gesagt, bei Knochenkrebs wäre dann bei Todesangst, hast du Lungenkrebs gesagt? Ja, genau. Also da sind die Lungenbläschen betroffen oder das kleinzellige Bronchialkarzinom. Ja. Das kann nur entstehen durch einen Todesangstkonflikt oder durch eine Erstickungsangst. Und das hat aber nichts mit den Bronchien zu tun. Ja. Die gehören zwar auch zur Lunge, aber die Bronchien, die haben wieder einen ganz anderen Konfliktinhalt. Wenn ich also Bronchialkrebs habe oder eine Bronchitis, das ist ja meistens die Entzündung, ja, meistens begleitet mit einer Lungenentzündung, da ist der Konfliktinhalt immer eine Revierangst. Ich habe Angst um mein Revier. Das kann auch beim Arbeitsplatz sein, auf einmal der Chef sagt, so, dein Schreibtisch kommt jetzt da mal an eine Ecke vom Keller. Genau. Oder ein Liebesbrief vom besten Freund an die eigene Frau, sofern man die eigene Frau noch liebt. Ja, ja. Wenn man froh ist, dass man sie los ist, dann passiert natürlich nichts. Ja. Aber so funktioniert das. Oder wenn man einen Bauern hat, der im Bauernhof von seinem Großvater geerbt hat und jetzt die Bank kommt und möchte ihm diesen Bauernhof wegnehmen, via Hypothek, indem man ihn auffordert, eben die Hypothek abzuzahlen, schneller als er das kann, dann besteht eben die Gefahr, diesen Hof zu verlieren. Und dann hat er Revierangst. Es ist einfach eine Revierangst. Es geht generell um die Angst um das Revier. Entweder kommt etwas Fremdes ins Revier rein oder es wird einem gänzlich weggenommen oder es kommt etwas, das im Revier drin ist, wird raus, geht raus. Aber wie kann man denn jetzt so einen Konflikt lösen, wenn jetzt also die Bank wirklich sagt, hier, da muss die Hypotheken schneller bezahlen und er kann es nicht, ist ja eigentlich jetzt eine Lösung schwierig. Ja, da gibt es auch eine Idee. Ja, es gibt schon Ideen. Es könnte ja die Schwiegermutter sein, die einem das Geld leiht. Ja. Aber das ist natürlich auch hypothetisch. Was letztlich geschehen muss, ist, dass diese fünf Naturgesetze eben in der ganzen Gesellschaft wahrgenommen werden. Mhm. Und dass das quasi wie ein Leitfaden, wie zu einem Lebensfaden wird, dass man darauf schaut, dass wenn solche extreme Konflikte vorhanden sind, dass man die auch eben löst, ja, versucht zu lösen mindestens. Da gibt es ja diesen berühmten Fall vom Dr. Hamer, da ging es, soviel ich weiß, auch um ein Haus und der konnte das irgendwie nicht mehr halten und Dr. Hamer kannte dazumals einen Banker und da hat er ihm angerufen und gesagt, er hätte einen Patienten, ja, und der muss unbedingt einfach eine weitere Hypothek haben und durch diese Beziehung kam es dann dazu, dass der Banker einfach die Hypothek erhöhte und der Mann war dann wieder glücklich, hatte wieder sein Revier, das war gesichert. Also da gibt es natürlich tausend Möglichkeiten, einen Konflikt zu lösen, aber vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Aber wenn jetzt jemand auf der Kenntnis der neuen Medizin dann Menschen behandeln will, dann muss ich ja im Grunde sehr breit auskennen, mit Menschen auskennen, der muss sich auch reinversetzen können, ja, in jeden Menschen, weil der Konflikt kann ja eben auch
ja sehr individuell sein und man sagt, naja, das ist ja so, ein, ja, so eigentlich ja, so eine Kleinigkeit für mich, aber ja, für den Betreffenden kann das eben eine ganz große Sache sein. Ne? Genau, es kommt immer aufs Empfinden drauf an. Wie habe ich diesen Schock empfunden oder diese Situation empfunden? Ne? Und es gibt natürlich auch Situationen, die man echt nicht lösen kann, weil der Patient einfach zu starr ist. Er kann sich nicht hineinbegeben in sein Schicksal. Ja. Und manchmal muss man eben auch Dinge entgegennehmen können, die einem absolut zuwider sind. Aber es gibt wirklich Situationen, da kann man einfach nicht nachgeben oder eine Lösung finden. Also Dr. Habermann hat ja auch gesagt, dass manchmal eben eine Operation eben auch durchaus angesagt ist. Das heißt, er lehnt es nicht grundsätzlich ab, auch was die Schulmedizin teilweise macht, sondern er ist ja selber eigentlich als Onkologe und als Schulmediziner kennt er ja das klassische Programm. Und er sagt auch, das ist wichtig, dass man diese Grundlagen hat. Genau. Weil manchmal muss man eben auf dieser Ebene auch behandeln. Genau. Absolut. Also gerade die Chirurgie, die kann bei Fällen, wo es sehr wichtig ist, dass man das Ästhetische aufrechterhält, kann da sehr viel bewirken. Absolut. Dann gibt es ja noch eine ganz moderne Krankheit, das ist der Gebärmutterhalskrebs, wo jetzt ja schon angeblich noch geimpft werden soll und kleine Mädchen schon Angst bekommen. Kann man da was zu sagen aus der Sicht der neuen Medizin? Ja, das gehört natürlich in den Bereich des Blödsinns. Ja. Aber es ist so, dass sicher auch junge Mädchen ab 11, 12, 13, also bevor sie ihre erste Blutung haben, dass die sich natürlich auch in einen Jungen verlieben können. Ja, das ist einfach so. Und wenn der sie ignoriert, nicht wahrnimmt oder der Lehrer nimmt sie nicht wahr, da gibt es natürlich verschiedene Gründe, wie das zu so einem Konflikt kommen kann, dann kann das natürlich schon zu diesem Papilloma kommen. Und also Papillomavirus sagt man ja so schön, aber es ist nie wirklich bewiesen worden. Dann kann es zu einem solchen Phänomen kommen. Ja, also es ist eigentlich ein sexueller Konflikt, den das Mädchen hat. Wenn jetzt der Junge, den man anhimmelt, eben sich mit einer anderen abgibt. Ja. Aber es muss immer konfliktiv sein. Ja. Konfliktiv, das heißt ein allerschwerster, hochakut dramatischer, isolativer Konflikt, der einem völlig auf dem falschen Fuß erwischt und hilflos dastehen lässt. Also das Mädchen kriegt das von dem Traumtypen sozusagen auf einmal ein ja, so, pff, und richtig, wird so abgefertigt oder irgendwie sowas. Ne? Und kann mit niemandem, sie hat nicht mal Freundinnen, mit denen sie drüber reden kann. Genau. So. Isolativ, dieser isolative Aspekt ist sehr, sehr wichtig. Und dieser Virus, das muss man auch dazu sagen, dass eben diese Mikroorganismen im Grunde Reparatur. Richtig, das ist dann schon die Reparatur und dann will man die Reparatur reparieren. Oder bekämpfen. Also oder bekämpfen, ja, genau. Also völlig unnötig, völlig verrückt im Prinzip. Jetzt haben wir im Grunde so ein paar Beispiele, die Frauen betreffen. Haben wir noch irgendwie, es ist ja vielfältig, weil es immer auch, wie gesagt, rechts, linkshändig, es gibt. Wo wir gerade bei den Frauen sind, gibt es da noch spezielle Krankheiten, die jetzt gerade Sie betreffen, die Frauen betreffen? Ah ja, das ist natürlich die Eierstockzysten. Ja, die Eierstockzysten, Gebärmutterhals haben wir ja gerade besprochen. Mhm. Die Eierstockzyste ist ja eben das Pendant zum Hoden. Ja, also da handelt es sich immer um einen Verlustkonflikt eines geliebten Menschen oder Tieres durch Tod oder Weggang. Also selbst wenn man einen Mann verliert, mit dem man keine Kinder mehr haben kann, weil er nach Hause kommt und sagt, es tut mir leid, ich bin jetzt beim Arzt gewesen und er hat gesagt, ich könne niemals Kinder zeugen, dann verliert diese Frau, die ja sehr verliebt ist in diesen Mann, ihre potenziellen Kinder. Also sie verliert diese Kinder und deshalb wird dann der Eierstock oder die Eierstöcke dann eben wachsen, werden größer werden, bilden eine Zyste. Das macht das ganze Organ effizienter.
Wie ist das denn jetzt für Leute, die sich da genauer informieren wollen? Es ist ja leider nicht so verbreitet. Es gibt ein paar Bücher. Du hast, wie gesagt, diese Bücher für Kinder, sind aber auch für Erwachsene geeignet. Genau. Also man muss sie mindestens dreimal lesen. Ist ja was über Haut, über Brustkrebs auch mit der Entzündung. Ja, Brustkrebs haben wir, also Brustknoten, ja, also wäre das da. Ah ja, genau. So. Das kriegt man. Über Amazon auch. Über geneme.ch. Geneme sind einfach die ersten beiden Buchstaben germanische genau. Neue Medizin. geneme.ch kann man da beziehen, aber es gibt auch eine Verkaufsstelle in Deutschland. Und wer hilft einem, wenn man jetzt wirklich irgendwie nicht weiter weiß? Es wird ja offiziell nicht gelehrt. Gibt es Menschen, die nach der germanischen Neuen Medizin behandeln? Wo findet man die? Zum Glück gibt es immer mehr, die das tun. Vielleicht mit mehr oder weniger Erfolg. Aber es gibt schon sehr, sehr gute Therapeuten, die ich nur empfehlen kann. Die kann man eben auch über uns, über die Geneme-Adresse. Also man könnte sich dann auch an euch an wenden. Dann können wir schauen, wo man die Leute hinschicken könnte. Ja. Ja. Ja, aber in erster Linie ist es eben eine Hohlschuld eines jeden. Man darf nicht vergessen, das ist ein lebenswichtiges Wissen. Das ist wie das ABC. Wenn ich das ABC nicht kenne, dann kann ich kein Buch lesen. Und wenn ich diese fünf Naturgesetze nicht kenne, kann ich auch meine Krankheit nicht verstehen. Deshalb ist das so wichtig. Und es sind eben Gesetze, es sind Naturgesetze. Es ist keine Esoterik, richtig, dass man sagt, oh, genau. Das ist so vielleicht psychisch, sondern das ist ganz genau. Die treffen in jedem Fall zu. Ja, ja. Genau. Und wenn man es nicht findet, muss man eben insistieren und weitersuchen, weil der Organismus, der lügt nie. Also es gibt da keine Ausnahmen und es keine gibt Ausnahme. Eben die Korrelation auch mit den Organen und den Konfliktinhalten und die Korrelation mit der Stelle im Gehirn. Das heißt, man kann auch auf einem CT, Computertomogramm, sozusagen, wenn man da sich auskennt, kannst du das sowas lesen, dass du sagst, oh, da... Ja, kann ich lesen. Ich habe es ja von Dr. Hamer auch gelernt. Wir haben 5 Jahre zusammen auch gearbeitet. Ja. Er war sehr oft in der Praxis meiner Frau und da habe ich die Chance gehabt, das von ihm zu lernen. Und es ist schon so, dass man nicht jeden Konflikt sehen kann. Also was die Haut gerade anbelangt, ist es nicht so einfach. Und es gibt auch andere Konflikte, die man so nicht wirklich eruieren kann. Aber sie sind sicher da. Ja, die sind sicher da. Nur kommt es immer auf die Konfliktmasse drauf an. Wie groß ist die Konfliktmasse? Dann sieht man es mit Bestimmtheit. Ja. Es ist ja oftmals so, weil eigentlich dieses Isolative so ein wichtiger Aspekt ist, wenn man jemand ist, der eigentlich sozial gut eingebunden ist, der Freunde hat, der auch über alles redet. Das heißt, ne, wenn ich irgendwas habe und ich sage, du, also mir geht's jetzt schlecht, da ist mir gestern was passiert und ich rede darüber, dann habe ich eigentlich auch gar nicht so die Gefahr, dass ich da wirklich was Dramatisches entwickelt, oder? Wenn man diese Isolation überwinden kann, aber die kann manchmal sehr, sehr streng sein. Ja? Also wenn die beste Freundin zur Mutter geht und ihr sagt, ja, ihre Tochter, das sei eine Hure, die hätte sich mit so und so vielen Männern abgegeben, dann kann das für diese Person, die betroffen ist, eben schon sehr konfliktiv sein. Mhm. Und dann kann sie mit dieser Person, die sie verleumdet hat, nicht mehr sprechen. Sie will es aber auch niemandem weitersagen. Es gibt also schon schwierige Situationen, sehr die nicht so schwierige leicht Situationen, zu lösen sind. Richtig, aber wenn es einem gelingt, diese Isolation zu durchbrechen, und das ist der erste Schritt, dann besteht doch schon gute Aussicht, das Ganze in den Griff zu bekommen. Also die Kommunikation ist sicherlich ein wesentlicher Teil, der zur Heilung beitragen kann. Wieso wird das jetzt so komplett unterdrückt? Es gibt seit über 30 Jahren diese Erkenntnisse und es sind ja Naturgesetze, die gibt es vielleicht auch schon vorher, dass sie irgendjemand auch schon erkannt hat, aber noch nicht so ausgearbeitet hat wie Dr. Hamer. Also auch eine große Leistung, die er gebracht hat. Warum wird das komplett unterdrückt? Naja, stellt natürlich die ganze Gesellschaft auf den Kopf, nicht nur die Medizin. Ja? Also wenn diese fünf Naturgesetze mal
Teil der Weltkultur ausmachen, dann werden viele Dinge, die bis jetzt als richtig angesehen worden sind, auch in der Geschichte, ja, in anderen Wissenschaften, dann wird da vieles auf den Kopf gestellt. Und dann stellt sich natürlich heraus, dass vieles nicht wahr war, was man bis anhin als richtig oder wahr angenommen hat. Mhm. Und die ganze Medizin würde zusammenkrachen. Also die ganze Pharma, also das wäre das Ende der Pharma. Das wäre das Ende der Pharma. Es gibt vielleicht 3-4 Medikamente, die man noch gebrauchen könnte. Ja, aber alles andere wäre weg. Es gäbe keine Impfungen mehr, es gäbe keine neue Impfungen, ja, die man immer wieder erfindet, ja, für alles Mögliche. Und das darf einfach für eine gewisse Schicht nicht sein. Also um ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, ich habe einige Seminare auch im Kanton Basel gemacht, ja, Vorträge und so. Und die kommen nachher alle zu mir und sagen, ja, Harald, das stimmt. Ich habe es überprüft. Es gibt auch Leute, die kennen das schon seit 15 Jahren und sagen, aber ich kann das nicht in meiner Umgebung erzählen, weil die arbeiten alle bei der Pharma. Ja? Die können das einfach nicht annehmen. Sie würden ja quasi an ihrem eigenen Ast sägen. Und es wird sehr viel Geld damit verdient. Es ist, glaube ich, gerade bei Krebs über Chemotherapie, da geht es um zig bis hunderttausend. Mehrere hunderttausend wahrscheinlich, also pro Fall. Ja. Und das sind natürlich Summen, das ist gigantisch, aber es geht ja nicht nur ums Geld, sondern es geht auch um die Macht und ums Ansehen, die diese Personen haben, die eben Hirnbestrahlungen machen. Übrigens, bei Hirnbestrahlungen überlebt der Patient, vielleicht sollte ich das hier nicht sagen, aber in der Regel überlebt man das nicht, ja? Wenn es eine wirkliche Hirnbestrahlung ist. Ja? Die als Therapie verkauft wird. Die als Therapie verkauft wird. Und das Gleiche mit Chemo. Also das ist sicher nicht gesund. Nein, absolut nicht. Also das ist harmlos ausgedrückt. Man kann sich darüber informieren. Und wie gesagt, es ist wichtig für die Zuschauer, denn wir können das System wahrscheinlich hier nicht mit dieser Sendung umkrempeln. Aber jeder, der jetzt hier zuguckt, der kann sich jetzt damit befassen, wo er noch gesund ist. Denn wenn man erstmal, wie gesagt, in so einem Krebsdiagnose drin ist, dann ist diese Angst doch sehr mächtig. Und die zu überwinden, ist dann nicht so einfach. Aber wenn es einem gut geht, sollte man sich damit befassen. Du gibst auch Seminare, hast du eben gesagt. Wir geben regelmäßig Seminare. Wir haben auch eine Schule gegründet, Schule für neue Erkenntnisse. Ja. Mhm. SFNE, alles kleingeschrieben, .ch in der Schweiz. Und da werden diese 5 Naturgesetze eben unterrichtet, also systematisch unterrichtet, weil es ist ja so, oft hilft mir das, wenn ich diese Kenntnisse habe. Aber ich muss wirklich gestärkt sein. Ich muss wirklich überzeugt sein, dass das stimmt. Ja. Ich muss das erlebt haben, weil mein ganzes Umfeld ist automatisch dagegen. Ja. Das wird bekämpft. Und ich habe Familien erlebt, die sind auseinandergedriftet. Die haben sich getrennt wegen diesen 5 Naturgesetzen. Die einen kannten die Sache, die anderen haben nie etwas verstanden, aber auch nie irgendetwas verstehen wollen. Und das ist dann auseinandergegangen. Die haben sogar auf dem Altar der Schulmedizin ihre eigene Mutter geopfert, nur damit sie recht haben, dass Schulmedizin eben stimmt. Ja, ich kenne diese Überzeugung selber. Also ich habe auch Freunde verloren, denen ich gesagt habe, die irgendwie Krebs hatten, und ich sagte, guck dir das mal an. Ach, ich habe einen guten Arzt, der wird das schon wissen, brauche ich nicht. Mhm. Und dann irgendwann sind sie weg. Gut, das ist eine traurige Geschichte, aber wie gesagt, wir wollen hier auch gar nicht anprangern. Es ist nur ein bisschen schade, dass es verfolgt wird und dass Dr. Hamer eigentlich nicht die ihm zustehende Würdigung erfährt, denn er hat da wirklich etwas geleistet. Er wird sie kriegen, aber das kann noch eine Zeit dauern. Er wird sie kriegen, wobei es gibt jetzt immer mehr und mehr Menschen, intelligente Menschen, die das auch sehen. Und wir sind ja insgesamt auch in einer Zeit des Bewusstseinswandels, könnte man sagen, dass doch die Dinge, die bisher unterdrückt wurden, dass die irgendwie doch rauskommen. Selbst Ärzte, es gibt immer mehr Ärzte, die sich damit auseinandersetzen, obwohl die ja eigentlich hirngewaschen worden sind, ja, während ihrem ganzen Studium. Aber es gibt immer mehr Ärzte. Und, weil sie auch einfach merken, dass das, was sie bisher machen, dass das nicht funktioniert. Ne? Ja.
Also ein weites Feld und wir laden dich sicherlich nochmal eins, weil es ist natürlich ein weites Feld, aber wichtig war es erstmal vielleicht anhand dieser Beispiele Brustkrebs und ein paar anderer Aspekte aufzuzeigen, wie die neue Medizin hilfreich sein kann, einfach da die Angst zu verlieren. Dafür danke ich dir, Harald Baumann. Danke, gerne geschehen, Joe.